verleugnen. Eine Szene, wo, ich weiß nicht in welchem Film das ist, wo der König herausfindet, dass seine Frau ihn betrügt. Und Lubitsch zeigt das, man weiß, hinter der Tür ist die Frau mit ihrem Liebhaber. Der König geht rein, man sieht nur die Tür. Man denkt, alles klar, jetzt erwischt er sie. Der König kommt wieder raus, er hatte seinen Säbel vergessen. Und er hat offensichtlich den Liebhaber nicht gesehen. Er schnallt sich den Säbel um, er merkt, der Gürtel ist ihm viel zu eng. Daran merkt er, das ist gar nicht mein Gürtel. Daran merkt er, das ist gar nicht mein Säbel. Und dann geht er wieder rein. Und das Ganze hat Lubitsch gemacht, indem er nur die Tür gezeigt hat und was vor der Tür stattfindet. Und da ist er einigermaßen brillant. Jetzt kann man im Film natürlich solche Sachen auf eine andere Art machen, als man es hier machen kann. Also wir benutzen auch die Türen anders. Das, was du hier hinter dir siehst, das wird sich alles drehen können. Und ist ein Theater auf dem Theater. Worum es in dem Stück auch geht, ist, wie weit, also was ist Theater auf dem Theater und was ist das wirkliche Theater und wie sieht auf der Bühne ein wirkliches Gestapo-Hauptquartier aus und wie sieht ein Gestapo-Hauptquartier aus, das die auf der Bühne auf die Bühne gesetzt haben und wie spielt man den Obersturmbannführer von Polen und wie spielt man den, wenn man den nur spielt und wie spielt man einen und so weiter. Es geht immer um, wie spielt man was, was man wie spielt und was ist da eigentlich das Original und was ist überhaupt nicht mehr verständlich. Aber darum geht es auch. Ich glaube, Billy Wilder hat mal gesagt, ein Lubitsch-Film kann man nicht nacherzählen. Okay, dann wollen wir das auch nicht versuchen. Aber es klingt jetzt so, wenn es ein Stück über Theater auf dem Theater ist, als würde es ganz hervorragend ins Festival passen. Na, ich hoffe doch. Ne? Also, weil im Prinzip geht es ja bei sehr vielen Produktionen im Festival um die Aufhebung der Grenze zwischen Zuschauer, Raum und Bühne und solche Sachen. Ist das Zufall oder dass das jetzt so gut zusammenpasst? Na, ich hoffe mal, das ist die brillante Planung der Leitung dieses Hauses. Okay. Mir wurde das Stück vorgeschlagen und obwohl ich den Film sehr liebe, habe ich ja gesagt. Ich habe schon tatsächlich schon öfter, man schlägt das ja nicht unbedingt immer selber vor als Regisseur, schon öfter Filmdramatisierungen gemacht und habe mich, während ich das geprobt habe, meistens sehr von den Filmen ferngehalten. Das ist tatsächlich ein Film, den ich sehr liebe und schon, ich glaube, mit 15 oder 16 das erste Mal gesehen. Ich konnte den zeitweise mal auswendig fast. Ich den wirklich großartig finde. Und das ist tatsächlich eine Bürde. Weil wenn man nur den Film nachinszenieren würde, dann könnte man ihn einfach auch hier auf die Bühne drauf projizieren oder ihn einfach so nur zeigen. Jetzt muss man gucken, wie weit entfernt man sich davon und warum entfernt man sich davon, weil der Film ist so gut, dass man, wenn man sich davon entfernt, man wirklich gute Gründe haben muss. Andererseits hat er auch Sachen im Film, die halt nur im Film möglich sind, da muss man dann im Theater andere Wege finden, das zu tun. Glaubst du, dass es auf der Bühne ganz anders wirken wird als im Film? Ja, ich denke mal. Also wir haben auch inzwischen, der Film ist halt von 42, also der Umgang mit Hitler und Nazi-Deutschland ist in den letzten 70 Jahren doch ein anderer geworden. Also im Moment gibt es ja, es ist ja wirklich eine Mode, die Nazi-Folklore mit so Filmen wie Der Untergang und gestern Abend lief der Helge Schneider-Film, wie heißt er noch? Mein Führer. Es ist wirklich eine Art von Folklore im Umgang und ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist. Es geht dann in den Filmen auch immer darum, genauso war es damals. Jedes Requisit ist originalgetreu und jeder Becher sieht genauso aus, wie der aus dem Hitler damals getrunken hat oder Ulrike Meinhof damals reingespuckt hat oder so. Also als wäre historische Genauigkeit ein Kriterium für gute Filme. Das ist ja auch Quatsch. Man hat natürlich nicht nur Hitler im Kopf, sondern auch noch Bruno Ganz und Helge Schneider und Alec Guinness, der den auch gespielt hat und wer hat alles nur Hitler gespielt. Und es geht dann auch um diese Darstellbarkeit von dem auf der Bühne. Wirst du denn im Festival andere Sachen anschauen? Na, ich hoffe schon. Ich möchte gerne mal Philipp Seymour Hoffmann auf der Bühne sehen. Und noch mehr? Also ich weiß es noch nicht. Ich fange relativ direkt
danach an in Graz zu proben. Also ich weiß gar nicht, ob ich die Zeit... Ist das deine letzte Inszenierung hier in Bochum? Oder machst du nächste Spielzeit? Wahrscheinlich mache ich nächste Spielzeit auch noch was. Du weißt aber noch nicht was. Ich glaube, im Moment gerade angekündigt ist das Apartment. Ist das schon hier angekündigt? Ja. Dann wird es möglicherweise das Apartment sein. Reiner Zufall, ein weiterer Film. Und von Billy Wilder, der als Regisseur auch nicht der allerschlechteste war. Und auch noch Drehbücher für Lubitsch geschrieben hat. Also vielleicht ist das irgendwie ein Lubitsch-Billy Wilder-Zyklus. Ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Mal gucken. Und schon wieder eine Komödie. Ja, aber eine sehr düstere. Auch eine, die also es sind schon beides sehr düstere Komödien. Das Apartment fängt ja auch mit einem Selbstmordversuch an und ist für eine Komödie schon ziemlich hart. Geht eigentlich, obwohl das aus den, ich glaube, es ist frühe 60er, es geht um eigentlich um Zuhälterei, Selbstmord und große Liebe. Die großen Themen.